Herzlich willkommen zum 73. Netzpolitischen Abend der DigiGES. Ich bin Benjamin, Vorstand bei der DigiGES, habe heute das Vergnügen, ausnahmsweise mal moderieren zu dürfen, weil unsere Paula im Urlaub ist. Und genau, deshalb als erstes der Hashtag des heutigen Abends. Wenn ihr über die Veranstaltung auf Twitter diskutieren wollt, benutzt den Hashtag NPA073. Stichwort Internet, schönen Gruß auch an alle, die im Stream zugucken. Stichwort Stream wiederum, wenn ihr später eine Frage stellen wollt und dabei nicht gefilmt werden wollt, dann geht entweder hinter die Kamera oder in dieses Eingangsportal, was ihr dort drüben seht. Und noch eine kleine Planänderung, bevor wir heute anfangen mit den Vorträgen, lasst mir kurz die Minute für drei kleine Hausmitteilungen. Einmal möchten wir euch nochmal ganz recht herzlich bitten und diese Bühne hier nutzen, dabei zu helfen, Uploadfilter auf europäischer Ebene zu verhindern. Am Donnerstag ist die entscheidende Abstimmung im Europaparlament. Wie das geht, warum das wichtig ist und was ihr noch tun könnt, steht auf saveyourinternet.eu. Weiterhin, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, wir suchen in unserem Büro sachkundige Verstärkung. Wenn ihr euch hervorragend mit Netzpolitik auskennt und überdies auch noch ein bisschen juristischen Sachverstand habt, seid ihr wahrscheinlich die Richtigen für die Stelle. Wenn nicht, helft zumindest die Stelle zu verteilen. Danke. Und eine letzte Ansage, es geht am Ende immer so ein bisschen unter. Diese kontinuierliche Arbeit, die wir bei der DigiGES machten, Leute auch hauptamtlich dafür anstellen, das kostet Geld. Und deshalb bitten wir euch auch nochmal ausdrücklich um eure finanzielle Unterstützung. Ihr könnt das machen, indem ihr bei uns Fördermitglied werdet oder ihr könnt auch auf anderen Wegen spenden. Das steht auch detailliert auf unserer Homepage. Jetzt aber genug der Vorworte. Ich freue mich ganz herzlich, dass wir heute so ein schönes Programm haben und unsere Sprecher heute sind einmal Daniel Moosbrugger von Reporter ohne Grenzen, der uns erklären wird, wie man erfolgreich den BND verklagt. Dann hier haben wir eine kleine Programmänderung, das ist genau umgekehrt. Haben wir die Katharina Nokun heute da, die hat ein Buch geschrieben über den staatlichen und privaten Datenwahnsinn, aus dem sie so ein bisschen vorstellen wird. Und schließlich haben wir einen Gast, der mal nicht aus dem Internetbereich kommt, nämlich Marita Wiegertale von Oxfam, die stellvertretend hier die Initiative Konzernmacht beschränken vorstellen wird. Und wir beginnen mit Daniel von Reporter ohne Grenzen. Daniel. Hallo, auch von meiner Seite. Nein, doch, ja. Ich habe es befürchtet, die GIFs gehen bei euch immer nicht. Oh Mann, ist man auf dem netzpolitischen Abend ohne GIFs. Schade. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Daniel von Reporter ohne Grenzen. Was Reporter ohne Grenzen ganz genau macht, erzähle ich auf der zweiten oder dritten Slide. Das ist nämlich Teil der Klage gewesen, die wir gemacht haben. Ich kümmere mich bei uns um den Bereich Pressefreiheit / Digitalisierung. Also ich kümmere mich um alle Themen, bei denen die Rechte von Journalisten in irgendeiner Weise durch die Digitalisierung verändert werden. Sagen wir es mal so, ganz wertfrei. Und ich möchte euch ein Projekt vorstellen. Tatsächlich hab ich mal geschrieben hier, hey, können wir das nicht vorstellen? Denn wir haben hier so oft Themen, ich habe es gerade schon wieder gehört, Uploadfilter und was nicht alles. Es ist immer so böse alles, was wir abwehren müssen. Und jetzt haben wir auch mal ein bisschen Freude gehabt und dann wollte ich euch daran teilhaben. Denn wir haben uns darüber sehr gefreut, ein Projekt, was beendet wurde, so vor ein, zwei Monaten, wo wir den BND verklagt haben. Und ich würde kurz darüber reden, warum wir das gemacht haben, wie wir das gemacht haben. Und warum das vielleicht auch Motivation sein könnte, solche Projekte weiter zu tun in unserer Szene. Ja, normalerweise fährt er noch auf dem Ding, dann sieht es noch viel besser aus. Aber gut.
Was werde ich erzählen? Ganz kurz, ich werde sagen, wer wir sind, warum wir das gemacht haben, was Snowden damit zu tun hat und die Snowden-Dokumente, was jetzt genau der Inhalt unserer Klage war, dann wie wir das gemacht haben, also wie wir uns auch aufgeteilt haben im Team, welche Strategie wir verfolgt haben und am Ende dann, was hat das Ganze eigentlich gebracht. Das Team, wir sind Reporter ohne Grenzen, wir sind eine international tätige Menschenrechtsorganisation. Uns gibt es mittlerweile, glaube ich, in 16 Ländern mit Niederlassungen. Wir haben Korrespondenten auf der ganzen Welt und unser Ziel ist es letztlich zusammengefasst, wir treten für Informationsfreiheit ein, wir möchten die Rechte von Journalistinnen und Journalisten stärken, setzen uns politisch für sie ein, machen Nothilfearbeit für Journalisten in Not. Und ein ganz großer Bereich, ein ganz großer Bereich ist eben auch, dass wir politisch uns dafür einsetzen, dass die Rechte im Digitalen gestärkt werden. Das ist dann vor allen Dingen hier in Deutschland mein Bereich, meine Arbeitsstelle. Und ein Teil davon ist eben auch die Kontrolle von Geheimdiensten, denn Überwachung von Journalisten durch Geheimdienste ist ein Riesenproblem auf der ganzen Welt, auch von Strafverfolgungsbehörden. Das ist auch ein Problem, aber bei Geheimdiensten eben nochmal mehr, weil es eben nochmal undurchsichtiger ist. Und Journalisten sind eben nicht die Informationsbeschaffer des Staates, sondern sie sind diejenigen, die den Staat kontrollieren wollen. Und wenn der Staat hinter der Leitung hängt, dann läuft da etwas schief. Weshalb für uns eine bessere Geheimdienstkontrolle, eine größere Transparenz von geheimdienstlicher Tätigkeit sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr gut vereinbar ist mit unseren Zielen, die wir haben. Und wir haben das zusammen gemacht mit der Kanzlei Herting und mit dem Anwalt Nico Herting, die uns da vertreten haben. Also wir haben quasi das Know-how geliefert, die Praxis geliefert die Kanzlei Herting hat uns juristisch quasi dort vertreten. Wie kamen wir dazu? Wir haben uns schon länger mit der Frage beschäftigt, was macht der BND eigentlich und wie können wir das eigentlich ein bisschen transparenter gestalten? Wie können wir vor allen Dingen den Rechtsschutz verbessern? Also das ganz große Problem aus journalistischer Perspektive ist, wir wissen nicht, was passiert und vor allen Dingen können wir uns nicht dagegen wehren, was passiert. Und das wollten wir ändern, aber das muss ich hier nicht groß erzählen. Überwachung passiert im Geheimen und man kann sich nur über Überwachung groß beschweren, wenn man davon weiß. Und deswegen ist das ganz große Problem, wenn man juristisch gegen Überwachungspraktiken vorgehen will, dass man einfach keine Anknüpfungspunkte hat dafür. Und da war Snowden eben eine sehr große Hilfe, denn Snowden hat uns Anknüpfungspunkte gegeben, und zwar ganz schön viele. Konkret hier sogar der NSA-Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag, wo eines Tages mal die Datenschutzbeauftragte des BND über eine Datenbank namens Veras Auskunft gab und dort dann recht intensiv nachgefragt wurde und immer mehr Details zu dieser Veras-Datenbank raufkamen. Im Prinzip, ich erkläre es gleich nochmal etwas ausführlicher, was Veras eigentlich ist, aber im Prinzip verarbeitet der BND in Veras Metadaten aus Telefongesprächen und stellt Netzwerke her und verknüpft die Leute miteinander, wenn sie miteinander telefonieren. Das ist der Zweck von Veras. Und dann hat unser Anwalt Nico Herting ins Gesetz geguckt und gesehen und gedacht, Moment mal, für diese Veras-Datenbank gibt es eigentlich gar keine Rechtsgrundlage. Und wenn es diese Rechtsgrundlage nicht gibt, dann ist Veras illegal. Und das war der Ansatz unserer Klage, wo wir gesagt haben, okay, hier können wir mal rangehen, hier können wir mal ein Verfahren eröffnen, um Informationen zu bekommen, denn in jedem Verfahren bekommt man Informationen, da muss der BND antworten, muss ich erklären. Und deswegen haben wir Ende Juni 2015 eine Klage beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht. Auch das wäre eigentlich jetzt ein GIF, wo jetzt gleich ganz viel Bewegung ist, aber es geht wahrscheinlich auch so. Diese Krake soll das Netz und gleichzeitig auch den BND symbolisieren und vor allen Dingen die strategische Fernmeldeaufklärung des BND. Die strategische Fernmeldeaufklärung des BND ist der Teil des Überwachungsprogramms, wo wirklich anlasslos überwacht wird. Also da wird nicht gesagt, diese eine Person wird jetzt überwacht, weil sie verdächtig ist, sondern es geht genau darum, ohne Verdacht zu überwachen. Das ist der Sinn von strategischer Fernmeldeaufklärung. Und dann wird quasi bei sämtlichen Geräten, bei digitaler und analoger Kommunikation,
werden Daten abgefischt, sowohl Inhaltsdaten als auch Metadaten. Und diese Daten werden angezapft und diese Daten werden dann in eine Datenbank übertragen. Wir haben beide Punkte angegriffen. Wir haben sowohl die Praktik des Abhörens angegriffen, die strategische Fernmeldeaufklärung, wahrscheinlich eines der umstrittensten Instrumente seit Jahrzehnten in Deutschland, ob das überhaupt in Einklang ist mit unserem Rechtsverständnis, dass man einfach massenhaft einfach mal abgreifen kann. Ich persönlich würde sagen nein, aber dieser Streit ist nun mal schon sehr alt. Wir wollten den angreifen und wollten sagen, wir als Reporter ohne Grenzen sind sehr, sehr wahrscheinlich in diese Massenüberwachung geraten, denn unser Ziel ist es und wir arbeiten mit sehr vielen Menschen zusammen, die im Ausland arbeiten und die vor allen Dingen in Regionen arbeiten, in denen der BND tätig sein muss, Kriegsgebiete und so weiter. Und mit Personen, die interessant sind für den BND, nämlich Journalisten. Und wir kommunizieren mit diesen Personen, deswegen so war unsere Argumentation. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir in diese Überwachung geraten sind. Warum haben wir das gemacht? Für uns das strategische Ziel dahinter war, wir wollten überprüfen, ob es sein kann, dass man sich nur gegen Überwachung wehren kann, die geheim ist, wenn man den Beweis in der Hand hält, dass man überwacht wurde, den man nie hat. Damit läuft der Rechtsschutz ins Leere. Ich kann mich faktisch nicht gegen diese Überwachung wehren, weil ich nie davon erfahre. Aber dass ich davon erfahre, ist wiederum eine Voraussetzung im Gesetz, dass ich mich überhaupt dagegen wehren kann. Das wollten wir angreifen, weil wir gesagt haben, es ist doch so plausibel, dass wir als Organisation da drin sind, wir müssen uns auch so schon dagegen wehren können, auch wenn wir es nicht schwarz auf weiß haben. Diesen ersten Teil der Klage haben wir verloren. Das war auch erwartbar, dass wir das in Leipzig verlieren. Nicht so erfreulich aus unserer Sicht war, dass wir den auch noch beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verloren haben. Wir sind mit diesem Verfahren mittlerweile in Straßburg beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der ist also noch anhängig. Der zweite Teil des Verfahrens, und das ist da, wo ich jetzt dann weitermachen werde, ist der, den wir am Ende gewonnen haben. Da geht es quasi um den letzten Teil, um die Datenüberführung, um die Datenauswertung. Denn witzigerweise ist das Gesetz so gestrickt, dass zwar die Erfassung und so weiter groß geregelt ist im Gesetz, aber was man mit den Daten machen darf, da finden sich eigentlich keine Angaben zu. Und wenn es dazu keine Angaben gibt, dann war unsere Argumentation, dann darf man die auch nicht groß verarbeiten, diese Daten. Die Strategie war also aufgrund dieses einen Dings, aufgrund dieser Aussagen der Bundesdatenschutzbeauftragten, der Datenschutzbeauftragten des BND im NSA-Untersuchungsausschuss zu versuchen, diese Datenbank zu knacken, also Licht ins Dunkel zu bringen, Informationen im Verfahren zu bekommen, was der BND macht. Und das haben wir bekommen, also schon im Verfahren, im Schriftwechsel hat der BND sehr groß erklärt, wie das jetzt läuft, wie diese Datenbank wieder anonymisiert wird und so weiter. Und dann gab es ein Verfahren in Leipzig, eine mündliche Verhandlung. Und dann hat es nochmal ein ganzes Jahr gedauert mit Schriftwechsel. Und dann gab es aber Ende 2017 das Urteil, wo gesagt wurde, der Betrieb von Veras ist in dieser Form rechtswidrig. Und da wurde also der BND verpflichtet, uns aus Veras rauszunehmen. Das war schon mal ein großer, großer Erfolg. Unserer Kenntnis nach zum ersten Mal seit 30 Jahren wurde der BND mal wieder wegen einer illegalen Metadatenverarbeitung verurteilt. Allein das war schon schön, aber wir konnten das erstmal nur in unserem Einzelfall machen. Du kannst dich immer nur gegen eine eigene Rechtsverletzung wehren. Also das heißt, es wurde erstmal nur gesagt, die Daten von Reporter ohne Grenzen müssen jetzt aus dieser Datenbank raus. Und das war natürlich eigentlich nicht das, was wir wollten, denn wir haben das jetzt nicht nur für unsere eigenen Rechte gemacht, sondern wir wollten natürlich eigentlich Rechtsschutz für alle Menschen verbessern und Veras für alle Menschen verbessern. Denn wenn wir nicht weitergemacht hätten, dann wären eure Daten weiter in den Veras drin gewesen. Deswegen, ich sehe es auch gerade, ich habe vergessen, unten den Hashtag von der Republika zu ändern. Diesen Talk haben wir in dieser Form bis jetzt genauso auf der Republika gehalten. Und dann haben wir etwas getan, womit der BND vermutlich nicht gerechnet hat. Dann haben wir den Bitte-nicht-leuchten-Generator gelauncht. Und dieser BND-Generator hat quasi in ziemlich einfacher Form Menschen ermöglicht, sich auf unser Urteil zu berufen. Denn das ist möglich. Das haben wir auch schon vorher getan. Also ich zum Beispiel habe als Privatperson eine Anfrage gestellt, habe gesagt, ich möchte gerne, dass meine
Informationen aus Veras auch gelöscht werden. Ich möchte mich auf dieses Urteil beziehen. Und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben, haben geguckt, okay, was muss man dem BND eigentlich schreiben, damit er sagt, ja, okay, auch deine Daten sind raus. Natürlich mit dem Zweck, okay, irgendwann ist es zu viel Arbeit, immer einzelne Daten daraus zu nehmen. Irgendwann macht es dann mehr Sinn, wenn möglichst viele Leute mitmachen, dass ich einfach diese gesamte Datenbank umstelle und auf einen rechtmäßigen Betrieb umstelle. Sodass wir dann auf der Republika dafür geworben haben, dieses Tool auszusetzen. Da musste man nur seine Postadresse angeben, also es musste keine E-Mail-Adresse an den BND weitergeleitet werden. Und wir haben dem BND 10 Tage Zeit gegeben und 10 Tage lang passierte nichts. Und ich glaube sogar wenige Minuten, bevor die ersten Menschen hätten benachrichtigt werden müssen und die Bestätigung hätten rauskommen müssen, kam dann bei uns ein Fax, wo drin stand, dass der BND, dass die Datenbank insgesamt umgestellt wurde. Es gab einen riesigen Push in der Mitte dieser 10 Tage, sodass wir am Ende 2000 Anträge hatten beim BND. Es war auch noch Pfingsten dazwischen und so weiter. Wir haben es auf Kalendertage gemacht, das heißt, hatten sie 3 Arbeitstage Zeit. Das war rein zufällig. Sodass dann halt 2000 Anträge in diesem Rechtsreferat beim BND lagen und wir wirklich gespannt waren, ob sie das jetzt, was sie tun würden. Und dass sie das tun würden, haben wir ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Also, dass sie uns sagen, sie haben uns dann dieses Schreiben hier geschickt, im Sinne von, haben dann geschickt, was wollt ihr denn? Ihr müsst euch gar nicht beschweren, wir haben die Datenbank längst umgestellt. Das war etwas, was sie uns vorher nicht geschrieben haben. Also als wir uns als Privatperson darauf berufen haben, haben sie eher nur gesagt, ja, dich nehmen wir auch raus, aber im Sinne von, wir haben das ganz umgestellt, ihr könnt euch gar nicht mehr darauf berufen, das war neu. Und das war, ehrlich gesagt, wenn ich das so sagen darf, der bestmögliche Erfolg, den wir damit haben konnten. Denn jetzt haben wir wirklich an unserem Einzelfall es geschafft, dass diese Datenbank komplett umgestellt wurde. Kleiner Disclaimer, wir sind im Bereich der Geheimdienste, wir wissen nicht, wie diese Datenbank umgestellt wurde. Ich gebe das einfach nur zu Protokoll. Trotzdem ist es, glaube ich, und das meine ich ganz ernst, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass es solche Erfolge gibt, sowohl für uns, wenn ich das mal so sagen darf, also dass es sich lohnt, dass sich unsere Arbeit lohnt, dass wir mit rechtsstaatlichen Mitteln Geheimdienste kontrollieren können und auch als Zeichen gegenüber den Diensten, dass wir da sind, dass wir Informationen, die wir bekommen, nutzen und dass man in einem Rechtsstaat nicht tun kann, was man will, diese Datenbank. Wir haben eine parlamentarische Kontrolle, wir haben das G10-Gremium, diese Datenbank bestand mindestens 15 Jahre unseres Wissens nach und es wurde nicht gemerkt, dass das illegal ist. Und sobald wir Informationen bekommen, das ist einfach meine Hoffnung, dann sind wir als Zivilgesellschaft auch da und nehmen unsere Rechte wahr und versuchen, die Dienste ein bisschen transparenter zu gestalten. Ja. Und mit diesem kleinen Mutmacher wollten wir heute beginnen. Vielen Dank. Ja, danke schön, Daniel. Habt ihr Fragen dazu? Ich wandere einfach mit dem Mikro rum. Wer Fragen hat, meldet sich jetzt. Hat denn einer mitgemacht hier aus dem Raum? Oh nein. Es gab doch nach den ganzen Snowden-Enthüllungen und dass dann auch rauskam, was der BND gemacht hat, hat ja dann die Politik auf die Tatsache, dass der BND so viel illegal gemacht hat, dadurch reagiert, dass sie einfach die Sachen, die der BND vorher illegal gemacht hat, dann einfach legalisiert hat. Besteht die Gefahr da jetzt auch? Hier. Ja. Die Gefahr besteht. Denn was wir natürlich nicht gemacht haben, ist die parlamentarische Kontrolle in irgendeiner Form hier verbessert zu haben. Das konnten wir auch nicht machen mit dieser Klage. Wir haben das genommen, was wir bekommen haben, nämlich diese Daten zur Veras-Datenbank, die haben wir genutzt, damit haben wir gewonnen. Ich würde es mal so sagen, ich glaube, wir wissen am Ende nicht, also Veras besteht weiter, das ist so.
Ich kann jetzt nicht, also ich wollte jetzt nicht auf die ganzen Details eingehen. Wir haben sehr, sehr viel darüber gelernt, wie Veras funktioniert, dass das bis in die 7. Ebene geht. Das heißt, wenn wir beide telefonieren, dann sind nicht nur unsere beiden Metadaten drin, sondern auch noch die von den Leuten, mit denen du, also wenn ich jetzt der Böse bin und ich bin auf dem Kicker vom BND, dann und wir telefonieren, dann sind deine Daten drin und die, mit denen du kommunizierst und mit denen du und so weiter bis zur 7. Ebene. Man könnte das heißt, auch dann sagen, sind doch wieder alle drin. Alle? Das war so, das war so. Und dann wurde groß am Anfang gesagt, naja, das ist ja alles anonymisiert und so weiter. Und da hat das Gericht schon durchblicken lassen, also euer Verständnis von Anonymisierung teilen wir nicht. Und das sind alles Dinge, und da glaube ich schon, dass dort, da muss was passiert sein. Denn also das, so viel Vertrauen habe ich schon noch in den Rechtsstaat, dass wenn der Geheimdienst so ein Verfahren, das auch für die jetzt nicht alltäglich ist, verliert, vom höchsten Verwaltungsgericht, dann kann man nicht Business as usual machen. Da wird was passiert sein. Was genau passiert ist, weiß ich nicht. Das gehört dazu. Das muss man so, ehrlich muss man sein. Klar. Ja, hallo Daniel. Wie würdest du das einschätzen? Wie groß ist der Druck momentan auf die Dienste? Sind die jetzt mit Snowden durch, haben das alles hinter sich gebracht, haben ihre Gesetzgebung bekommen und müssen sich jetzt eigentlich vor nichts mehr fürchten? Wo sind die gesellschaftlichen Initiativen, die du siehst, die momentan am meisten auch Druck noch auf die Dienste ausüben können? Und wo siehst du Chancen, dass man als Zivilgesellschaft noch tätig werden kann? Also ich teile deine Einschätzung, dass Snowden, dass der Push, sage ich mal, der ist vorbei und zwar schon lange vorbei. Ich glaube, hier, wenn wir jetzt auf den BND wieder schauen, hier in Deutschland ist das andere Verfahren, was wir führen, wenn ich da kurz noch sagen darf, das BND-Gesetz, was du angesprochen hattest, ja im Prinzip die Praktiken, die man im NSA-BND-Untersuchungsausschuss bekommen hat, wo man gesehen hat, der BND tut da Dinge, da wussten wir gar nicht so genau, dass er das tut. Zumindest haben wir irgendwie weggesehen. Das wurde legalisiert. Dieses Gesetz haben wir auch angegriffen. Und zwar mit einer großen Initiative von Journalistenverbänden. 8 oder 9 Journalisten weltweit sind vor das Verfassungsgericht gezogen. Und diese Frage ist tatsächlich, glaube ich, die Frage, die dort geklärt wird, ist für alle. Die ist für uns als Zivilgesellschaft, die ist für die Politik und die ist für die Dienste zentral. Da geht es darum, um die Frage, ob Artikel 10, ob unser Kommunikationsgeheimnis ein deutsches Recht ist oder ob auch andere Menschen Kommunikationsfreiheiten haben, die der BND achten muss. Das BND-Gesetz ist so gestrickt, dass der BND quasi, so ist die Annahme, Deutsche darf er gar nicht überwachen, EU-Bürger unter bestimmten Voraussetzungen und außerhalb der Welt ist er vogelfrei. Mit der Annahme, naja, das sind ja deutsche Grundrechte, da kann sich jemand in Afrika ja nicht drauf berufen. Damit wird völlig ignoriert, dass das Kommunikationsfreiheit ein Menschenrecht ist. Dieses Verfahren ist, glaube ich, essentiell. Daran wird sehr, sehr viel hängen. Wenn Karlsruhe, die Literatur, das sage ich jetzt nicht, weil das meine persönliche Meinung ist, wirklich die juristische Literatur, ist quasi einhellig. Die sagen, das ist eine Annahme, die ist einfach nicht zu halten. Artikel 10 ist ein sogenanntes Jedermann-Grundrecht, da kann sich jeder Mensch drauf berufen. Eigentlich ist das nicht haltbar. Wir müssen warten, wie Karlsruhe entscheidet. Wir rechnen damit, dass im Laufe des nächsten Jahres da eine Entscheidung kommen wird. Wir haben alles getan, was wir konnten. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr gute Beschwerdeführer gefunden, die da sehr, sehr gut ihre Rechte deutlich machen können, Journalisten aus der ganzen Welt. Und an der Frage wird sehr, sehr viel hängen. Wenn Karlsruhe sagt, das geht nicht, dann ist aus meiner Sicht die strategische Fernmeldeaufklärung, so wie sie gestrickt ist, im BND-Gesetz unmöglich. Also dann kann man sie, wenn man rechtsstaatlich handeln will, sie eigentlich nicht mehr so durchführen, wie man sie heute durchführt. Wenn Karlsruhe das billigt, dann ist, glaube ich, auch alles, was Snowden veröffentlicht hat, vielleicht kritikwürdig, aber dann muss man wirklich sagen, dann war auch das wohl nicht rechtswidrig. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Projekt gerade. Ich glaube, wir können gerade nicht groß aktiv werden. Die Frage müssen wir abwarten hier in Deutschland. Wir können das Gesetz nicht nochmal zusätzlich angreifen. Und vielleicht, was wir noch tun könnten, ist vielleicht einen Whistleblower motivieren, dass wir einen neuen Snowden haben oder einen deutschen Snowden. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht der Anstiftung zum Geheimnisverrat hier schuldig gemacht. Das wäre natürlich nochmal was. Ja. Kann sich gerne melden.
Alles klar. Haben wir noch weitere Fragen? Ansonsten hätte ich nämlich eine. Ja. Genau zu dieser Ausländer-Inländer-Unterscheidung. Habt ihr das jetzt, habt ihr Verras jetzt nur für Inländer weggeklagt oder habt ihr Verras generell weggeklagt? Verras ist ja, also die Annahme ist ja, der BND ist ja sowieso nur ein Auslandsgeheimdienst. Der hat ja gar keine deutschen Daten. Und naja, ich war vor 2-3 Wochen, wann war es? Ende Mai in Leipzig bei dem Verfahren gegen das DKIX, da ging es genau um die Frage. Und das Gericht hat das gebilligt. Oder sagen wir so, es hat die Frage gar nicht erst angepackt, weil es sich mit Formalfragen aufgehalten hat. Verras ist in der Logik des Gesetzes, in der Logik der Argumentation des BND nur für Inland-Ausland-Kommunikation gedacht. Das heißt, da fließen Daten rein, wenn ein Deutscher mit einem Ausländer telefoniert oder jemand, der in Deutschland ist, ins Ausland telefoniert oder immer andersrum. Diese Daten fließen da rein. Das ist Verras. Es geht auch da nur um Telekommunikation. Wir haben auch auf E-Mail geklagt. Den Teil haben wir auch verloren. Da hat Leipzig gesagt, naja, wir in Verras sind ja gar keine E-Mails. Interessanterweise, das ist auch noch einfach wichtig, und das symbolisiert so ein bisschen auch diese Problematik des fehlenden Rechtsschutzes. Im Laufe des Verfahrens hat der BND gesagt, relativ offen, naja, Verras ist eine Datenbank von, ich weiß jetzt nicht 100%, ich meine von 15 Datenbanken. Also es gibt auch eine für E-Mails, es gibt auch eine für SMS und so weiter. Wir konnten uns halt nur gegen die eine wehren, weil wir da diesen einen Strohhalm hatten. So, hätten wir für andere Strohhalme, könnte man die genauso kippen, weil es auch dafür keine Rechtsgrundlagen gibt. Aber wir wissen schlichtweg nicht, wie sie heißen, wie sie funktionieren und so weiter. Uns fehlt der Anknüpfungspunkt. Und das ist das riesige Dilemma. Aber ich meine, wenn, um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, wenn Verras bis in die 7. Ebene geht, also wie wahrscheinlich ist es, dass da nicht die gesamte globale Kommunikation drin ist, zu der dann auch deutsche Kommunikation gehört? Ich lasse es mal als rhetorische Frage hier stehen. Ich würde da vielleicht nochmal nachschieben, weil ich will es jetzt wirklich mal geklärt haben. Das interessiert mich persönlich auch. Und zwar, aber diesen Rechtstitel, den ihr ja geltend gemacht habt, den kann ich ja in dem Sinne nur als Deutscher geltend machen, oder? Meinst du den Rechtsschutz? Genau. Das ist genau die Frage, die wir jetzt in dem BND-Gesetzverfahren klären, ne? Ob das auch Ausländer können. Diese Frage hat sich so nicht gestellt nach dem Geltungsbereich. Die wollten wir da auch nicht stellen in dem Verfahren. Die Frage hat sich deswegen nicht gestellt, weil wir Deutsche sind. Deswegen musste sich das Gericht dazu nicht äußern. Ich würde sagen, dagegen hätten sich auch andere wehren können. Aber ich kann dir die Antwort des Gerichtes jetzt nicht geben, weil wir die Frage einfach nicht gestellt haben. Wir haben es als Reporter ohne Grenzen gemacht, weil es einfach so plausibel ist, dass wir eine Organisation, die ständig ins Ausland telefoniert, dass wir da drin sind. Genau, also eine Anschlussfrage an das. Also ich bin Staatsbürger eines Nachbarlandes Deutschlands. Man kann erraten, welches. Ich höre welches, Ich bin aber in Deutschland Journalist. Heißt das, dass ich jetzt schlechter geschützt bin als meine deutschen Kollegen vor dieser Art von Überwachung? In der Logik des Gesetzes nein, weil du dich in Deutschland aufhältst. Praktisch würde ich dir sagen, wenn du mit einer +49 Telefonnummer telefonierst, dann nicht. Was hat Österreich? 4-3. Wenn du mit einer 4-3 telefonierst, dann vermutlich schon. Wobei, also der Dienst würde das auch, die würden sagen, wir haben so tolle Filter mittlerweile, wir würden das erkennen. Wir würden sehen, ein Österreicher. Aber vom Gesetz her nicht. Also Menschen, entweder Inländer oder Menschen, die Ausländer sind, aber sich in Deutschland aufhalten. Die dürfen nicht angetastet werden. Wir haben als kleine Fußnote, wir haben in diesem BND-Gesetzverfahren haben wir einen Beschwerdeführer, der ist Deutscher, der ist deutscher Staatsbürger, das heißt, der ist geschützt nach BND-Gesetz, der lebt aber seit 20 Jahren in Guatemala. Spricht Spanisch, benutzt nur guatemaltekische Anschlüsse und so weiter. Und auch dort wollen wir die Frage klären, weil einfach dieses Rechtskonstrukt, was da aufgemacht wird, wir können das alles sehen und so weiter und die sind dann geschützt, das bricht und das beißt sich komplett aus unserer Sicht mit der technologischen Wahrheit. Und das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage, wie Karlsruhe da mitgehen wird, ob sie sagen würden, ja klar, das ist überhaupt nicht auszuschließen, dass dieser deutsche Staatsbürger in Guatemala voll überwacht wird. Mal sehen.
Ja, ich habe auch noch mal so eine super Spezialfrage. Also ich schreibe für unterschiedliche Zeitungen und ich habe tatsächlich zwei Staatsbürgerschaften, einmal die deutsche und einmal die polnische. Und da frage ich mich langsam, also ich bin für mich zur Erkenntnis gekommen, auch aufgrund der Unsicherheit, dass man eh nicht sagen kann, was machen die nicht. Ich gehe mal davon aus, die machen alles und theoretisch laut meinem Rechtsverständnis ist es ja so, dass sobald ich in Deutschland bin, gilt für mich das deutsche Recht. Das bedeutet aber auch, dass der polnische Staat mich überwachen kann, weil solange ich mich nicht in Polen aufhalte, ja, gilt halt für mich deutsches Recht. Wenn ich mich in Polen aufhalte, gilt für mich als polnische Staatsbürgerin dann wieder polnisches Recht. Da frage ich mich, darf der Bundesnachrichtendienst mich dann überwachen? So, und ist es überhaupt noch vorteilhaft, aus dieser Perspektive eine doppelte Staatsbürgerschaft zu haben? Also erstens, ich bin natürlich kein Jurist, ja. Ich habe mich nur sehr tief in diese Themen eingearbeitet. Ich würde spontan erstmal als Disclaimer sagen, ich kenne überhaupt nicht das polnische Recht. Keine Ahnung, ob die überhaupt eine Beschränkung haben oder ob die eine ganz strenge Beschränkung haben. Ich weiß es, ich weiß null zum polnischen Geheimdienstrecht. In der Logik des BND-Gesetzes wäre es relativ einfach. Wir müssen ja bei allem, dürfen wir jetzt nicht vergessen, das war gerade strategische Überwachung. Ja? Also wirklich, wenn ihr zufällig im Datenfluss seid, ja, bei der gezielten Überwachung gelten immer viel höhere Hürden. Egal, wo der Mensch ist, welche Staatsbürgerschaft er hat, immer. Bei dir würde ich dann nämlich auch genauso sagen, nach der Logik des Gesetzes bist du in Deutschland und deswegen kann, also ist der, sagen wir mal so, ist der BND für, wäre der BND für dich gar nicht zuständig. Das wären dann die Inlandsdienste. Dort würde ich aufgrund dieser doppelten Staatsbürgerschaft aber keinerlei Probleme sehen, dich in den Fokus zu nehmen. Also wenn du böse bist. Was du ja nicht bist. Alles klar. Ich würde sagen, wir entlassen dich aus dem kleinen Kreuzverhör und bedanken uns recht herzlich. Einen großen Applaus. Dankeschön.